Bitte, 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 bitte. Gut gemacht. Nein, nicht gut gemacht, schlecht gemacht. Halt dein Maul, was willst du überhaupt? Frisst du deine Chick oder was hast du davor? Die ist fertig, die ist fertig. Nein, Bock gemacht. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, das seit Ewigkeiten nicht mehr auf diesem Kanal gegeben hat. Eine Reaction, allerdings nicht irgendeine Reaction, sonst würde sie nicht hier landen, sondern auf meinem Reaction-Kanal. Wer Reactions von mir sehen möchte, entweder auf Twitch dabei sein, Donnerstag und Dienstag um 20 Uhr oder unten in der Infobox den Reaction-Kanal Maxatrillion abchecken. Diese Reaction hat es auf den Kanal geschafft, weil wieder mal ein Ausraster mit dabei ist. Ich glaube, mit dem Yeezy Supreme Ausraster ist dieser Kanal auch so ein bisschen gewachsen. Von da an gab es immer wieder Ausraster-Videos. Die kamen in letzter Zeit weniger, weil ich nicht mehr ausrasten will, wenn ich gar nicht ausrasten muss. Aber in diesem Fall konnte ich es mir einfach nicht zurückhalten. Ich habe selten so einen. Ich könnte jetzt schon wieder, wenn ich an den Typen denke. Die Reaction gibt es jetzt, Freunde. Deswegen nur eine Sache noch. Nicht vergessen, 19. November. 19 Uhr, der offizielle Drop von MEM Erotica. Seid am Start, seid aktiv auf Instagram, seid aktiv auf meinem Instagram-Kanal. Ich baller da auch noch Early Access Codes raus, also seid auf alle Fälle am Start und ergattet euch ein Piece. Jetzt nicht mehr länger quatschen, viel Spaß mit der Reaction. Let's go. Wir haben heute Capital Bra am Start. Capital Junior besser gesagt. So, komm, du kannst noch mal kurz hier rein. Junior Bra. Statt Joker Bra, Junior. Komm, der ist hier einfach noch mal nebenbei kurz aufgetaucht. Schneller werden die Sonnenbrille aufgesetzt. Der hat die Rolle studiert. Schaut euch mal diese Uhr an. Genau, das reicht schon. Danke. Jetzt gehen wir rüber zum eigentlichen Video, Leute. Denn wir haben einen Fake or Reklamotten-Check gedreht. Aber in Vorwand von einem wie viele... Das hat keiner gesehen. Ist ein Auto wert, deswegen schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Die Jacke steht ihm sehr, sehr gut. Was geht da? Er raucht sogar. Ja, darf man mit 15 schon rauchen? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Habt ihr... Das hast du vorher schon gesagt. Den Witz verstanden? Das ist nicht Kapital. Bist du angekommen? Also erstmal... Aber er macht den schon sehr gut nach, muss man sagen. Real Talk, frage nicht, Bro, wie heißt du? In real, mein Name ist Juri. Ich bin, soll ich komplett vorstellen? Ja. Was gibt's gleich noch alles? Ich bin Juri, ich bin 19 Jahre alt, in Sibirien geboren, hier in Hamburg aufgewachsen, arbeite jetzt momentan als Elektriker. Okay. Genau. So, bevor wir starten mit dem, wie viel es denn aus wird, wenn das Video hier klappt. Wie der schaut die ganze Zeit! Bitte sehen würde, ja. Was auch passieren könnte. Man weiß ja nie so, weißt YouTube du? YouTube ist groß. So, was würdest du denn jetzt sagen? Kapi, egal was du machst alles richtig so. Und wenn du in den nächsten 2-3 Wochen keinen Song rausbringst, man weiß warum, und dann ist das auch richtig so. Ja, Bro, dann ich würde mal sagen, also es ist nicht unschwer zu erkennen, dass du auf jeden Fall ein großer Kapital-Fan bist. So, deswegen würde ich mal direkt straight sagen, ey, wir fangen mal jetzt einmal an mit wie viel ist dann aufgewertet. Ich habe den originalen Kapital nicht ranbekommen, gehen wir rüber zum gefälschten Kapital. Deswegen fangen wir. Bei Fake oder Real kann man das schon mal machen, oder? Ja, bei dir, bei deinen Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Das sind Adidas. Dann der Hoodie, der ist ebenfalls von H&M. Habe ich mir mal beides gleichzeitig geholt, weil ich dachte, ich mache heute einfach so ein Tagesoutfit. So ein. Kennst du diese Leute, die solche Hoodies tragen und die Ärmel immer bis da ganz nach oben stülpen? Ich habe das noch nie verstanden, warum Leute bei Hoodies die Ärmel so nach oben machen. Einfach. Zur Bank gehen, Geld abheben. Normal, so. Normal. Und habe ich mir Tagoutfit, dann Hoodie 30 Euro. Okay. Ich weiß nicht, Gürtel auch noch, ne? Oh. Gucci Gürtel. Schaut extrem echt aus, muss ich sagen. Gucci Gürtel. Der hat 140 gekostet. 140? 140. 140 Euro für einen Gucci Gürtel. Bestimmt. Wo warst du? Ich habe meinen Gucci Gürtel verloren. Ich habe schon mal gesagt, aber Leon wird enttäuscht sein von mir. Ich finde, ich wette, ich habe dem irgendjemanden geborgt. Zu von da hinten. Gucci Store. So, ja. Okay, das Ding ist, guck mal, und das werden jetzt sehr viele im Video sehen, und bevor du jetzt Hate-Kommentare kriegst, ja. Diese ist nicht von Gucci. Die Schnalle original von Gucci. Aber das ist nicht original, weil einfach nur aus dem Grund,
ich habe diesen Gürtel, sag ich mal, seit 2, 3 Jahren gehabt. Ja. Und dieses eine Loch, weil ich werde weder dicker noch dünner, dieses eine Loch ist kaputt gegangen. So. Okay. Wie der redet. Deswegen dachte ich mir so, ich will mir jetzt keinen neuen kaufen und pipapo, so, ich habe mir jetzt... Der wirkt wirklich wie Kapital und dann redet er über solche Kleinigkeiten und entschuldigt sich, warum er da jetzt keinen echten Gucci-Gürtel hat. Wie als wird der ertappt worden sein von der Polizei beim Ladendiebstahl und jetzt eine Story, Familiengeschichte erzählen, warum das jetzt passiert ist. Hat einfach die Schnalle genommen. So, also die Schnalle ist original, sag ich mal. Das Band sozusagen hast du einfach irgendwo. Rausgeholt. Nein, das war von H&M, sag ich mal. Das war auch ein Gürtel davor. So, okay. Ich hab nur halt, sag ich mal, die eine Schnalle weggenommen, eine andere Schnalle, die gute Schnalle drauf gemacht. Mhm. Sprich, keine Ahnung. Self-made, 30 Euro. 30 Euros. Okay. Ganz grob. Wo kriegt man einen Gucci-Gürtel für 145 Euro her? Das würde mich gerade interessieren. Herr, deine Chick ist aus, Havara. Deine Chick ist aus. Aus einem Gucci-Outlet. Nein, ganz ehrlich. Wenn du im Gucci-Store bist, ja. Da hast du verschiedene Gürtel. Ja. Und da fangen die, sag ich mal, da hast du, sag ich mal, ab 150 bis... Weil wir schauen mal deine Sonnenbrille an. Wem willst du was erzählen da? Dem Gucci machen, der nichts anderes tragen hat als Gucci-Kappeln. Zum Schlafen, zum Duschen und zum... Das letzte sparen wir uns. Dem willst du jetzt erklären, was ein Gucci-Gürtel kostet, oder wie? Bis, ich glaube 200... Ja, voll. Gucci-Gürtel gehen bis maximal 200 Euro, die teuren vielleicht 210. 50, sag ich mal, verschiedene Gürtel so. Und je nachdem, wie groß die Schnalle ist, wie verschieden... Gucci-Gürtel-Experte. Ich glaube, wir sollten eigentlich an der Stelle müssen wir eigentlich Leon FaceTime anrufen. Ja. Müssen wir ihn letztens ja, mach. 40 Euro habe ich gesehen. Okay. Ja, voll. Ich glaube, ich da tun klar reden. Okay. Auf jeden Fall. Leon, falls du das jetzt hier siehst, dann kannst du ja mal unten in den Kommentar mal reinschreiben. Ich würde mal sagen, wir verschwenden nicht so viel Zeit und gehen lieber auf zu deiner Tasche von Gucci. Die Gucci-Tasche. Müsste ich jetzt lügen, aber auch so um die 130 Euro. Ich weiß nicht, wie dieses Modell heißt. Philipp. Das ist so ein irgendwas mit C, so ein bisschen schwieriger. C und A, glaube ich. So heißt das Modell. Auf jeden Fall 570 Euro hat sie gekostet. Habe ich mir auch da hinten im Laden gekauft. Das war, ich weiß nicht, so erstes Mal Kreditkarte bekommen. Dachte ich, ich will was Teures. Ich wollte eine Gucci-Tasche, deswegen habe ich mir eine Gucci-Tasche geholt. Auch von Gucci. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Eine wahre Geschichte, die erzählt wird. So, auf und gut. Die Karte einmal durch. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste noch nicht mal, wie viele Zinsen drauf kommen und so. Ich habe mir so viel. Probleme mit dieser Tasche eingehandelt. Okay. Aber alles beseitigt. So. Okay, dann wissen wir Bescheid. Genau, Tasche ist auf jeden Fall 590 Euro Gucci. Okay. Ich sehe, du hast ein Gucci-Cap, Gucci-Brille. Genau, Gucci-Cap, Gucci-Brille. Gucci-Cap auch im Store geholt, vor 3 Tagen auch die dunkle Version geholt. Für jeweils 290 im Internet. Wie der dann auch so redet, als wäre das alles real, was der redet. Zinsen. Ist sie auch 290 mittlerweile, damals vor... Den größten Scheiß redet der, aber verkauft so, als wäre es das Normalste der Welt. 230. Ja. 230, ja. 30 Euro kosten. 230, mit dem hat er dann noch Essen. Den Gucci 30. Dann die Cappies, jetzt momentan 290. So. Ja, mit Gabel essen, wenn man 30 haben. Okay. 300 Euro für einen Cappy, das ist schon viel. Weißt du, wenn man überlegt, das ist genau so wie eine Cappy für 30 Euro. Ja. Theoretisch. So safe, von ist mir selber bewusst, wie viel Geld ich da ausgebe. Das ist ja verrückt, sowas auszugeben. Du gibst das nicht aus, das ist gefälscht. Also ich hatte ja die gleiche Cap in Schwarz zu meinen Gucci-Zeiten, kennt mich ja. Wir haben die Cappy, die kostet 300, die genau, Brille die kostet... Hau die Chick weg! 100, 200 Euro auch nochmal. Nein, die kostet 310 Euro. 310 die Euro. Teurer als die Brille ist sogar teurer als die Cappy. Die habe ich mir im Galeria geholt. Mhm. Genau. Okay. Jetzt wird Galeria? Karstadt. Karstadt, okay. Was war das? So, Leute, jetzt gehen wir mal auf.
etwas ein, was mich jetzt gerade interessiert. Also du hast Schmuck an. Ja, Schmuck. Du hast Schmuck, du hast eine Goldkette, Goldarmband. Wenn er jetzt auch noch behauptet, dass die Rolex echt ist. Ich weiß nicht, ist es Weißgold oder ist es Silber? Silber. Also, Preis ist bei manchen Sachen schwierig zu nennen. Also. Wieso schwierig zu nennen? Ich habe ein sehr dünnes Armband von meiner Freundin. Schatz, ich liebe dich immer noch. Ich packe den Typen nicht. Ich packe diesen Typen. Wie lang geht dieses Video? 23, mein... Danke, Mann. Schatz, ich liebe dich immer. Was ist denn mit dir los? Da steht ja was nicht. Von meiner Freundin. Schatz, ich liebe dich immer noch. Sehr, sehr doch. Ich immer lieben. Okay. Der ist mal so unangenehm. Einmal unser, sag ich mal, Gravur, Datum und Ja Tebe Lublu, also sprich, ich liebe dich auf Russisch, weil das meine Muttersprache ist. Ja. Yeah. Dann noch ein Geschenk, Goldarmband, das ist kein echt Gold, das ist vergoldet von dem Freund meiner Mama, einfach so als Geschenk, so bitte behalt. Jetzt geht's los. Der ist so schwer unangenehm. Der ist so schwer unangenehm. Geschenk so, bitte behalt. Ja. Bro, jetzt kommen wir zu deiner Uhr. Genau. Zu deiner Uhr. Also, wir haben hier eine, also sag mal selber am besten, was für eine Uhr haben wir denn hier? Man sieht es ja allein schon an den Gliedern, Leute. Wenn ich kurz... Er raucht die nächste, oder? Na sicher, Alter. Gib da, gönn dir deinen Lungenzucker. Steck da nur einen ins Gesicht. Nicola? Ich weiß nicht, teuer. Bitte halt doch dein Maul, wirklich. Halt deinen Mund. Ich pack den nicht. Schaut mal, wie der Depper grinst. Die müsste teuer gehen. Piccolo? Ich weiß nicht, teuer. Boah, ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Manchmal, kennt ihr das? Manche Leute, die packt man einfach nicht. Die müsste ehrlich teuer gesagt, gewesen sein, ne? Ehrlich gesagt, bin jetzt kein Rolex-Profi. Bitte sei ruhig, bitte sei einfach ruhig. Rede einfach nichts oder sei normal. Bitte. Ja. Ich weiß nur, das ist einer meiner Lieblingsuhren gewesen. Ich hatte das Geld dazu. Okay. Ich bin hier vorne zu Rolex gegangen, bin in den Laden reingekommen. Erstmal nicht, das war voll schwer. So, ja. Weil die dachten sich, irgendein kleiner Junge will zu Rolex. Das sind Uhren. Richtig, was mich gerade interessiert, noch nebenbei, so by the way. Hey. Was? Wie? 19 ist er, hat er eh schon gesagt. Wie der redet und lügt und lügt und lügt. Schaut. Rolex, das sind Uhren. Richtig, was mich gerade interessiert, noch nebenbei, so by the way. Ey, das war schwer. Was? Wie alt bist du eigentlich? Ist wirklich ich bin 19 Jahre alt. 19 Jahre alt. Ich glaube, ich mich am Anfang auch genauso vorgestellt habe. Ja, ich war 19 Jahre alt. Nee, ich glaube nicht, aber das nur zu meinem Verständnis. Genau, kein Problem. Auf jeden Fall, dann, ich bin da zu Rolex rein. Ja. So nach sehr viel Konsequenzen und so. Also was für Konsequenzen? Was für Konsequenzen? Weißt du, was Konsequenzen sind? Die du... Sehr viel Palaver. Palaver, die wollten dich reinlassen. Genau, die wollten mich nicht reinlassen. Ich dachte, ich bin zu jung, ich will da gucken, Spaß haben. Ja. Was weiß ich so, weil. Ja. Spaß haben. Lustig, oder? Mit dem ferngesteuerten Auto durch Rolex gehen. Ich wollte hier nur ein bisschen Spaß haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wirklich. Du denkst, ich bin ein Jugendlicher, so, der ist verrückt. Aber ich wollte ernsthaft eine Uhr kaufen, so. Okay. Da habe ich den dann, sag ich mal, mit vernünftigen Reden, Akzent, erklärt. So, ich bestimmt, dass du vernünftig reden kannst auch. Ich hab den gesagt, so, ich möchte eine Uhr kaufen, so, ich meine das ernst. So. Okay, ich muss einmal Da hast du aber ganz schön vernünftig geredet. Ganz krasse Argumente, die der da am Start hat, der.
was weiß ich, wie der heißt. Passieren lassen. Du gehst in den Rolex-Store rein. Ja. Bei Wempel oder direkt straight in den Rolex-Store. Rolex-Store. Okay, Rolex-Store. Er geht in den Rolex-Store rein, wollte reingehen und die wollten ihn erstmal nicht reinlassen. Danach hast du ein bisschen mit denen geredet, ein bisschen gequatscht, dann haben die dich reingelassen. Und dann haben die dir direkt... Okay. Ich halte den nicht aus. Ich halte den nicht aus. Wirklich. Ich pack den nicht. Ich schaff den nicht. Ich schaff den einfach nicht. Ah, bist du fett. Ah. Okay, okay. Dann haben die dir direkt eine Bicolor Daytona auf den Tisch gelegt und mein Bruder, du kannst dir die kaufen. Ich kann... Oder wie... Bitte, halt dein Maul. Ich kann jetzt nicht. Verstehe ich das? Nein. Okay. Bin ich der Einzige, der den so ultra aufregt? Wirklich, ich kann nicht. Okay. Ja, pass auf. Ich weiß gar nicht, ob man sowas öffentlich preisgeben darf, so wie das da läuft und so. Ich sag mal so grobe Details. Du kommst da rein, du wirst nett begrüßt, alle lachen dich an natürlich. Also manche sind natürlich beschäftigt und so mit anderen Kunden, aber du wirst angelacht. Man merkt direkt, du kommst da rein, du fühlst, er ist eklig. Einfach nur, weil das alles ein gefaktes Lachen ist. So. Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Einfach nur, weil der war noch nie im Rolex, aber er einfach nicht reinkommt. Die eine Uhr für mindestens 10.000 Euro verkaufen wollen. Einfach nur, weil die dein Geld wollen. So. Bro, du bist 19 fucking Jahre alt. Und rennst nur mit Fake-Sachen herum. Und tust, als könntest du dir von einem normalen Elektriker Gehalt, was ja kein Problem ist, aber Gott und die Welt kaufen und leisten und Erfahrungen haben am Buckel wie ein 14-jähriger Multimillionär. Wirklich. Halt dein Maul, du machst mich so aggressiv. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich mich verhalten möchte. Du merkst, Musa, das ist eklig. Du bist eklig. Auf jeden Fall, du kommst da rein, du machst da deine Sachen. Du bekommst jemanden, sag ich mal, neben dich. Der läuft die ganze Zeit mit dir, weil ich glaube, das ist einfach nur wegen so viel teuer. Gott sei Dank haben wir endlich mal einen Menschen getroffen, der in einem echten Rolex-Store war, weil man ja da so schwer reinkommt, und der kann uns jetzt aus erster Hand als Zeitzeuge seine Erfahrungen berichten. Vielen Dank. Gott sei Dank haben wir den Junior Bra getroffen, der uns das... Na. Bei Gucci so, du bekommst da jemanden neben dich, der die ganze Zeit mit dir läuft. Kann er sein, dass er einfach so in seinem Delirium ist, dass er nicht checkt, dass er eigentlich im Mackie war? Und die Uhr schaut eh so aus, als hätte er die zum Happy Meal dazu bekommen. Nur weil du deine... Während du deine Klamotten guckst und so. Bei Google im Rolex. Ja, fix. Bitte halt einfach dein Maul. Bitte halt einfach dein Maul. Sehr gut machen. Genau. Und... Er checkt's nicht mal, was der für den Scheiß redet. Also, wenn du dir eine Uhr angucken willst, so zieht er sich weiter Handschuhe an, holt er sich raus, holt die Uhr vorsichtig raus. Der holt sich ordentlich einen raus. Zeigt sie dir. Wenn du sie dir selber angucken willst, so dann schwierig so. So, ich wollte sie mir nicht selber so angucken, so deswegen, er hat sie. Ich habe nur geguckt, ich dachte mir, ey, sie ist wunderschön. Er hat mir, ich glaube, das waren 7, 8 Uhren habe ich mir... 7 Uhren haben die dir direkt auf den Tisch gelegt. Nein, hab ich nur geguckt. Achso, du hast dir den Schaufenster angeschaut. Genau, okay. Nee, nicht Schaufenster. Also, du kommst da rein, ja. Du hast da schon auch so ein bisschen etwas von. Bitte halt dann mal. Okay, also, du hast da auch so ein paar Uhrmodelle, ja. Oder etwas. So, ne? Ja. Kommen wir zum Punkt. Genau. Ja, wirklich. Ist deine Devise einfach eine möglichst lange Geschichte erzählen, damit du glaubhafter wirkst, oder was? Nicht zu lang machen, komm zum Punkt. Wie kam es dazu, dass du die Daytona gekauft hast? Ich bin Investor geworden. Investor? Über eine App, die ich auf YouTube, über eine Werbung, die vor einem YouTube-Video kommt, entdeckt habe. eToro. Okay. Ich bin durch diese Werbung... Wirklich, als würden wir eToro nicht kennen. Na? Bin da auf ein ganz neues Restaurant gestoßen. Über eine Werbung, die ich da gesehen habe, auf einem Plakat, das mich dazu motiviert hat, dieses Restaurant aufzusuchen und mir da einen Happen zu gönnen. McDonald's. Vielleicht noch nicht gehört, aber
Super Sachen haben die dort. Rolex-Uhren, Leute mit Handschuhen, perfekt. Auf eine, sag ich mal, Plattform gestoßen, wo ich Geld investieren kann. Was hast du für die Uhr bezahlt, wenn ich dich fragen darf? 16.000 Euro. 16.000 Euro für die Daytona. Guck mal, wir machen das jetzt so. Guck mal, ich deck mal kurz auf. 16,30 Euro eher. Wir sind hier bei Fake or Real Klamottencheck. Kennst du das Format vielleicht auf YouTube? Kennst du von YouTube, super. So, wir checken einfach ab von Leuten so, ob die Sachen real sind oder... Wie der auch reinschaut und sich gibt und so. Was glaubt er? So, du scheinst hier Kaffee, Digga. Wir checken einfach bei dir die Klamotten ab, weißt du? Wir improven die sozusagen. Ein bisschen. Hat wahrscheinlich auch in Squid Game Coins investiert. Das habe ich auch schon gehört, dass da ziemlich viele eingefahren sind. Ich weiß nicht so. Ist dies wirklich real? Ich weiß ja. 100% real. Okay, ich sag doch so, guck mal, ich persönlich check es nicht ab, sondern ich schicke es rüber, ganz mal, kurz, damit du verstehst. Siehst das? Ganz kurz, also tut mir leid, das ist schon. Alles cool, Bro, kein Thema. Man kann auch jetzt in den Gucci-Store gehen, so weil es gibt natürlich, es gibt diese Fake-Version, ich weiß. Okay. Auch aus anderen Ländern und Pipapo, aber ich war noch in die Türkei oder sowas. Normal. Pass auf jeden Fall, es gibt davon die dunkle Version, die ist etwas kleiner, die gibt es auch genau jetzt im Gucci-Store. Bitte! Bitte! Die Version, bitte! Die war vor ca. einem halben Jahr, auch eine kleine Version. Und die große Version, die war vor einem Jahr. Diese Tasche habe ich seit 2,5 Jahren. Die ist Okay. Die ist auf jeden Fall ich sag mal so, ich check es nicht ab. Wir machen nach dem Video nochmal ein paar Fotos. So und schicken aber es dann rüber. Nicht in die Tasche gucken, okay. Was ist da noch drin? Eine Titelmaus von deiner Freundin. Schatz, ich liebe dich immer noch. Sagt er so, als wären die getrennt und in Wirklichkeit meint er. Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Er sagt dann nochmal, ich liebe dich ganz toll. Wenn du das sagst, nimmt man an, dass ihr getrennt seid und du willst sie zurück. Aber komm, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Gut gemacht. Nein, nicht gut gemacht. Schlecht gemacht. Halt dein Maul. Was willst du überhaupt? Frisst du deine Chick oder was hast du davor? Die ist fertig. Die ist fertig. Nein, Bock mehr. Ich Bock haben nicht. Lauchi, danke dir. Okay, da gucken wir nicht rein, wir gucken von außen. Bisschen vielleicht. Okay. Nein! Wir gucken von außen, mach ein paar Fotos, ich schick die rüber zu meinen Jungs. Sicher, haus weg den Scheiß. Hier. Was ist das? Was ist das? Du spielst die ganze Zeit eine Rolle, mein Freund. Ich schick die rüber zu meinen Jungs. Hier. Die ganzen Profis und die Uhr schicke ich zu Marc Gebauer rüber. Okay, Marc Gebauer oder Munich Wristbusters, könnt euch die dann anschauen und nach dieser Szene sehen wir uns in der Zentrale und da kommt die Wahrheit ans Licht, ob du real oder fake bist. Warte, ganz kurze Frage nochmal. Was sagst du denn zu Menschen, die auf der Street sagen, ey Bro, hier die Uhr ist real, das ist real, dies ist real, aber die tragen Fake-Sachen. Was sagst du dazu? Ich hatte damals vor zwischen zwei und drei Jahren hatte ich ehrlich so einen Moment, habe ich auch alles mögliche fake getragen. Gucci Cap fake, Tasche fake, Uhr fake, von Flohmarkt geholt, so. Ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich erkannt. Der fühlt sich so ultra cool, obwohl er wenn einfach nur schlecht nachmacht. Es hat einen Grund, warum Leute sowas tragen. Die haben etwas erreicht, die haben etwas gemacht. Es hat nicht einen Grund, warum die so viel Geld haben und... Es hat nicht einen Grund, warum die so viel Geld haben. Das tragen... eToro. So. Und das wollte ich auch erreichen. Irgendwie durch irgendetwas. So, ich bin jetzt, sag ich mal, Investor nebenbei geworden. Okay. Ich bin jetzt nebenbei Investor geworden. So als würde man da nebenbei ein bisschen hobbymäßig einmal im Monat ein Futsal-Turnier in der Turnhalle spielen. Aber anscheinend mit dem bisschen läuft's. Sag ich mal, einfach nur Firmengeld, damit sie damit arbeiten. Ich bekomme etwas Provision davon und behalte mein Geld. Außer der Markt stürzt etwas leicht ab, so dann verliere ich etwas. Du redest irgendwas. Ne? Nein, so einfach geht das, Freunde. Und so kann man sich dann eine Rolex um 16.000 leisten mit 19. Und seitdem trage ich Gucci, Rolex und das, was mich glücklich macht. Bullshit. Dir hat irgendwer mal gesagt, du schaust aus wie Capital. Oder nein, du feierst einfach die Lieder von Capital Bra, wärst gern er und versuchst jetzt alles, um so nah wie möglich an ihn ranzukommen. Super, Digga. Dann freut mich das auf jeden Fall. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet wurde, die ich gerade gestellt habe, aber ist ja auch egal. Ja, Leute, wir gehen rüber zur Zentrale.
Danke dir, Bro. Also es ist schnell zu erkennen, dass irgendwas an der Uhr nicht stimmt. Ja, das hat auch jeder gesehen, dass die vom Happy Meal ist. Also im Endeffekt, what a wonder, es ist alles fake. Kommt da noch irgendwas von dem Gucci-Typen? Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Das war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video hatte, wo ich mich so furchtbar aufregen musste wie bei diesem. Wirklich, ich bin... Der hat mich fertig gemacht. Ja, Freunde, das war's von dieser Reaction. Wie man schon sehen konnte, ging es mir nicht leicht von der Schulter, darauf zu reagieren. Ich habe mich nicht mehr zusammenreißen können. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr lachen musstet, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, nicht vergessen. 19 Uhr, MM Erotica. Seid am Start, holt euch ein Peace. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video. Seid gespannt, was euch erwartet. Das war's von mir, euer Maximilian.